DTM Saisonfinale vor 88.000 Zuschauern. Gefeiert schon vor dem Rennen mit der Laola-Welle. Thomas Breining mit seiner dritten Pole Position im Qualifying. Endgültig DTM Champion des Jahres 2023. Aber die Konstellation für ein spannendes Rennen gegeben, denn der Vizemeister Mirko Bortolotti neben ihm in Reihe 1. Lukas Stolz noch vorne mit dabei, Sheldon van der Linde, der Titelträger im rot-gelben BMW des Jahres 2022, ebenfalls mit an der Spitze. Und viele, die von hinten aufholen mussten, zum Beispiel der dreifache Champion René Rast, der nur von 23 aus ins Rennen gegangen war. Und unabhängig vom Titelkampf, natürlich will jeder Profi-Rennfahrer solch eine packende Saison mit einem Top-Ergebnis abschließen. Auch Mirko Bortolotti hier direkt im Heck von Thomas Breining. Der Grello, ab sofort der Gejagte. Grello, der Spitzname für den Mantai Porsche vom neuen Champion mit der 91. Die ersten drei ganz eng zusammen. Vorne Breining, dann Bortolotti, dann Sheldon van der Linde direkt dahinter. Ein packendes Rennen, bestes Herbstwetter im Motodrom zu Hockenheim. Und Hockenheim wieder ein Rennsport-Krimi. Vorne Thomas Breining, der hatte natürlich den Rückspiegel voll. Und dann dieser Dreher hier von Christian Engelhardt, der gestern noch auf dem Podest war, ausgelöst von Marco Wittmann im Project One BMW. Die Folge natürlich klar, das Safety Car draußen. Hier nochmal, da ist kein Platz mehr. Die Front bei Marco Wittmann dadurch beschädigt. Und Christian Engelhardt raus aus dem Rennen. Das ist die DTM. Da liegen Erfolg und Misserfolg manchmal sehr eng beieinander. Christian Engelhardt, gestern Dritter, heute in der Mauer ein gutes Beispiel dafür. Mehr Spektakel geht eigentlich nicht. Marco Wittmann hier, da sehen wir die Beschädigung an seinem BMW, fuhr das Rennen aber zu Ende. Und dann der Neustart. Natürlich verzögert Thomas Breining, er als Führender mit dem Recht, als Erster aufs Gas zu gehen. Und das macht er im Motodrom. Direkt eine kleine Lücke, die vielleicht entscheiden sollte über Sieg oder Niederlage. Die Boxenstops von entscheidender Bedeutung. Da flog eine Radnummer bei der Mantai-Mannschaft, aber sehr gut reagiert vom Mechaniker. Und auch das nochmal der Beleg dafür, dass die DTM echter Teamsport ist. Alles gut gegangen für den neuen Meister. Da hinten Bortolotti, der vor Thomas Breining drin war und der die Reifen natürlich eher auf Temperatur hatte im Vergleich zum 25-jährigen Champion. Ja, und die Verfolger allesamt natürlich auf dem Weg und mit der Hoffnung, ein Top-Ergebnis rauszufahren. Auch René Rast im blauen Schubert-BMW, der heute unglaubliche 20 Positionen gut machte und am Ende tatsächlich Dritter wurde. Aber im Fokus natürlich der Zweikampf. Bortolotti jagt Breining. Erstmal die Hürde René Rast, der blaue BMW mit der 33, kalte Reifen bei ihm. Breining, Anfahrt, Spitzkehre, geht als erstes am Schubert BMW vorbei. Dahinter die Verfolger, Lukas Stolz, Maro Engel, Sheldon van der Linde, die natürlich allesamt in Reichweite waren. Über allem aber der Kampf des Meisters und der Kampf des Vize um den Sieg. Rennhälfte zu diesem Zeitpunkt, da war noch gar nichts entschieden. Beide ganz eng zusammen. Maro Engel ebenfalls mit einem starken Rennen. Auch er hat viele Positionen gut gemacht. Und so ging es munter weiter. Überall im Feld Spektakel. Thierry Vermeulen drehte hier Mattia Drudi, der zum Glück weiterfahren konnte. Kein Safety Car, also die Folge von diesem Zwischenfall. Und dann die letzten zwei Minuten. Weniger als eine halbe Sekunde der Abstand von Mirko Bortolotti, der natürlich alles probierte und versuchen musste und es hier übertrieb, dass die entscheidende Szene und Thomas Breining mit seinem dritten Saisonsieg ein würdiger Champion. Respekt aber auch für Mirko Bortolotti, der alles, wirklich alles versuchte. Veränderungen nochmal. Platz 3 für René Rast, weil Maro Engel ein beschädigtes Fahrzeug hatte und auch die ältesten Reifen drauf hatte. Deshalb ging auch noch der zweite Schubert BMW von Sheldon van der Linde an Maro Engel vorbei.
hier in diesem Moment. Also, René Rast, der dreifache Champion auf dem Podest, aber Thomas Preining in seiner eigenen Liga. That's another win. Very good job, very good job. Ein perfektes Wochenende für den ersten Österreicher, der den DTM-Titel holt. Super, auch die Belustigung der Fans. 88.000 Zuschauer, mehr Rennsport geht nicht.